ist die Frage, habe ich Alkohol genug? Das hält sich gerade so ein bisschen die Waage. Aber die Gewürze gehen gerade runter. Oh, wobei, auf der anderen Seite... So, die Tabakwaren, die müssten auf jeden Fall da eigentlich nicht mehr rumliegen. Sondern die könnte ich eigentlich dahin tun. Zack. Tabakwaren könnte ich eigentlich dahin tun. Dann könnte ich den da abreißen. Auf der anderen Seite... So nötig ist es jetzt auch nicht. Wie gesagt, es ist halt nicht optimal organisiert. Aber mein Zuckerrohr würde ich ganz gerne verbrennen. So. Haben wir wieder 6 Tonnen Eisenerz. Und dann würde ich... Komm, wir bauen hier noch eine Schnapsbrennerei hin. Oder auch nicht. Super. So, was haben wir da noch? Da haben wir noch Bürger und da haben wir noch Bürger. Okay, das sind Kaufleute, das heißt eigentlich kann ich die Bürger da wirklich abschießen. Aber eigentlich hält es sich relativ gut die Waage. Okay, die Tabakwaren werden langsam knapp. Wie gesagt, ich glaube, das könnte ich ändern, indem ich halt das Ding dann näher baue. So zum Beispiel. Oder halt hier vorne noch die Plantage hin, die ich eigentlich ursprünglich geplant hatte. Aber auf der anderen Seite, ich denke, wir speichern jetzt erstmal wieder. Gesichert. Und kümmern uns um die Probleme, die ja noch kommen werden. Erstmal später. Die schieben wir jetzt erstmal so vor uns her. So wie man das halt immer macht. Und dann können wir uns überlegen, also Alkohol haben wir genug. Das heißt, wir könnten eigentlich das Zuckerrohr mitnehmen und nach unten karren. Das ist eigentlich gar kein blöder Plan. Dann hätten wir das Zuckerrohr schon mal vor Ort. Gewürze haben wir da eh. Vielleicht auch gar nicht so blöd, muss ich sagen. Vielleicht ist auch noch viel doofer, aber... Hier könnten wir auf jeden Fall noch ein Ding hinsetzen. Lass mich mal kurz ausprobieren. Na gut. Das wäre eher so und das wäre eher so. Und dann könnte man da noch ein paar Felder hinbauen und dann könnte man hier oben... Ja, ich weiß noch nicht so genau. Also hier drin könnte man quasi Dinger machen. Wir müssen natürlich noch Lebensmittelfarmen haben. Also wir bräuchten auf jeden Fall 4 Gewürzfarmen. Zuckerrohr haben wir genug. Zumindest vorübergehend. Das könnte man alles nach da unten karren. Apropos da unten, da könnte man auch mal ordentlich ausbauen. Indem wir hier sagen, zack, zack. Und hier oben können wir das natürlich auch sagen.
Sobald wir genug Steine haben. Aber jetzt müssten sie ja langsam wieder kommen, ne? So, was kostet der? 15. Kosten alle 15, deswegen ist es gerade egal. So, und da haben wir jetzt eine Kapazität von, ich glaube, 120 oder so. Oder 150? Ich glaube, 120. So viel war es nicht. So, wir schauen uns noch mal ein bisschen um. Alkohol ist noch stabil, Tabak ist noch stabil. Ja, warte mal. Verkaufen. Tabak. Ja, Tabak geht zurück. Dann würde ich dich doch echt mal näher bauen wollen. Oder noch eine Tabakfarm. Das wäre dann ja Tabak. Wir könnten auch eins von den Häusern abreißen, damit wir nicht ganz so viele Consumer haben. Das wären ja Bürger da unten, ne? 15. Ja, auf die könnte ich echt verzichten. Könnte aber auch so machen. Dann haben wir da wieder mehr Platz. Und die werden eh irgendwann mal Kaufleute. Genau, 512. Boah, der Dieb. Unglaublich. Muss ich echt mal Galgen hinstellen, oder wie? Wie viel kosten die eigentlich nochmal? 5 waren es, oder? Oh, 20. Na gut. So, und da können wir noch eine Tabak farmen. Wo war das? Tabak, Tabak. Tabak war hier, ne? Genau. So irgendwie wäre das. Das heißt, wir müssten den da auch noch wegmachen. Was ja auch okay wäre. Naja. Knapp. Aber ich denke, das passt schon noch. Hoffe ich doch. Wäre doof, wenn der jetzt voll wäre. Und ich dann bei 496 rumkrebsen. Sieht aber fast so aus, weil Bürger habe ich keine mehr. Ah, super, da habe ich ein Haus zu viel abgerissen. Jetzt ist bloß die Frage, wo tue ich das jetzt hin, das eine Haus? Ah, das war jetzt mega suboptimal, muss ich sagen. Das war jetzt echt ein bisschen doof. Okay, naja, vielleicht erholt sich der Alkohol dafür. Geht so. Tabak, geht so. Also um die Tabakfarm werden wir nicht drum rumkommen. Das heißt, ich muss das Haus irgendwo anders hin platzieren. Aber ich wollte die Dinger ja, das Tabakteil ja noch umziehen. Weil ich noch nicht genau weiß, wohin.
Dann kann man da ja wieder ein Ding hinziehen. So. So wäre doof. Gut. Dann eigentlich müsste ich die Kirche abreißen und einen rüberziehen und den auch einen rüberziehen. Dann könnte ich hier. Ja, da habe ich ja jetzt die Straße hingebaut. Das wollte ich eigentlich schon. Die Straße wollte ich ja schon haben. Was wäre denn mit dir eigentlich? Wird's ja tun. Ganz ehrlich. Mehr bräuchte man ja nicht. Wenn der jetzt ein Siedler wird, dann ist das völlig ausreichend. Der muss ja nicht mal irgendwas werden. Der muss nur einfach 4 sein. Das ist ja schon alles. Genau, und wenn der Siedler wird, dann entwickelt er sich eh nicht weiter. Und dann wären das 12 und dann reicht mir das schon. Wie gesagt, der entwickelt sich als Siedler ja eh nicht weiter, weil die Wirtschaft nicht zu ihm kommt. Oder er nicht im Einzugsbereich der Dings ist. Ja, wunderbar, das reicht mir dann schon. Dann frisst er auch nicht so viel, hat nicht so große Ansprüche. Und das tut's mir. 51... 62. Also den Tabak, den, da werden wir nicht drum rumkommen. Tabak müssen wir sorgen. So. Das heißt, was wir hier brauchen jetzt oder machen, ist eine Tabakplantage. Okay, nicht unbedingt das Optimum, aber akzeptabel. So, dann würde ich sagen, zack und zack. Und dann kann jemand hier an dieser Tabakplantage verzweifeln, wie er lustig ist. Das ist alles nicht so sinnvoll, aber gut, es ist so. Ah, der Alkohol nimmt langsam auch ab. Also doch eine zweite Schnapsbrennerei. Ah ja, genau, da hatte ich ja auch schon 3. Alles klar. Alles klar. Oder Klärchenbärchen. So, und zur Not müssen wir halt irgendwo anders noch so ein Ding hinsetzen. Wenn wir dann Tabak haben werden bis zum Abwinken. So, da haben wir Zucker. Genau, der Zucker, der wird jetzt langsam Stück für Stück verbrannt. Einfach. Die Felder verderben vor Trockenheit. Na toll. Ach ja, egal, die Würze haben wir erstmal genug. Ich denke, ich speichere an dieser Stelle auch nochmal kurz. Spielstand gespeichert. So, hätte vielleicht einen anderen Spielstand nehmen sollen, aber das ist jetzt egal. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Hier haben wir Siedler, hier sind wir 2. Also haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und da. Bist du mehr als 2, wenn es keine Wirtschaft gibt, oder klappt es nicht? Also was wir halt noch machen können, ist, wir können natürlich so dämliche Alibi-Dinger da hinsetzen. Ja, 505.
Okay. Also ich es reicht auch, dass ich einfach einen Betrieb hinsetze. Dann haben wir das auch schon erledigt. Gut, Alkohol geht wieder hoch. Tabak noch nicht so. Aber ich denke, das interessiert uns auch erst in der nächsten Aufnahmesitzung wieder. Ich denke, ich werde an dieser Stelle wieder eine kleine Pause machen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen.